Also, wenn du noch nicht Frauen angesprochen hast auf der Straße, dann kann das Video trotzdem hilfreich für dich sein, denn du willst vielleicht anfangen, vielleicht willst du auch, dass ich dir dabei helfe. Erster Link in der Beschreibung, kannst du dich für einen Coachingplatz bei mir bewerben. Vielleicht bist du schon im Game, bist schon dabei, Frauen anzusprechen, im Alltag, im Club, auf der Straße, und ich möchte dir heute drei Quick Fixes, also drei schnelle Tipps mitgeben, die dir dabei helfen, dein Flirt mit Frauen in diesen Situationen auf das nächste Level zu bringen. Und die erste Sache ist, und das machen sehr, sehr viele Anfänger falsch, dass sie zu leise sprechen. Du musst lauter sprechen, du musst lauter, deutlicher und auch dominanter sprechen. Und damit meine ich nicht, dass du im gesamten Gespräch irgendwie laut rumschreien sollst oder yeah, oder alle müssen mich hören in der Umgebung. Das meine ich damit nicht. Dieses lautere Sprechen, dieses etwas dominantere Auftreten, das ist an einem speziellen Punkt wichtig, nämlich am Anfang des Gesprächs. Da muss das passieren, denn dort ist der Zeitpunkt, wo du ihre Aufmerksamkeit ziehen willst, wo du möchtest, dass sie dir ihre Aufmerksamkeit gibt. Und wenn du die dann hast, wenn die Frau dann steht, wenn du sie dann angehalten hast, wenn sie dann ihre Aufmerksamkeit dir schenkt, ja, sozusagen, dann kannst du auch wieder leiser werden. Dann musst du nicht weiterhin laut rumschreien. Aber was ich ganz oft bei Teilnehmern sehe, die zu mir ins erste Coaching kommen, ist, dass sie sehr vorsichtig, übervorsichtig und sehr leise und unsicher die Frau ansprechen. Irgendwie sowas aller, Entschuldigung, ganz kurz, sorry. So als wollten sie gar nicht auffallen, so als wollten sie gar nicht, dass die Frau stehen bleibt oder ihnen die Aufmerksamkeit gibt. Und da kannst du mal selbst gucken, nimm dich gerne mal auf beim Flirt, leg dir gerne mal einfach Kopfhörer rum, die Mikrofon dran haben, nimm dir einfach mal ein, zwei deiner Flirts auf und hör einfach mal, wie laut du da wirklich kommunizierst. Das ist ganz wichtig, denn du musst verstehen, die Frauen sind in ihrem Alltag unterwegs und du musst es halt auch irgendwie hinbekommen, sie aus ihrem Alltag rauszureißen. Das Ganze wird umso wichtiger, je kleiner du bist, weil wenn du groß bist, wenn du groß und relativ breit bist, dann gibt dir deine Größe und vielleicht auch deine Breitheit automatisch mehr Autorität und sorgt dafür, dass du Frauen leichter zum Stehenbleiben kriegst und leichter dazu bekommst, dass sie erstmal ins Gespräch mit dir einsteigen. Das heißt, je weniger auffällig du vom Körper her bist, desto mehr solltest du auf diese laute Art und Weise zu sprechen setzen. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt und der kann dafür sorgen, dass du wirklich deutlich mehr Gespräche hast, weil deutlich mehr Frauen stehen bleiben werden. Die zweite Sache ist, dass du auf keinen Fall Frauen von vorne ansprechen solltest, denn das ist sehr, sehr konfrontativ. Von vorne, beide kommen aufeinander zu, du springst irgendwie vor sie und ihr erster Instinkt wird sein, dir auszuweichen. Das ist eine sehr konfrontative Art, die Frau anzusprechen. Ich kann dir nur empfehlen, die Frau von hinten bzw. von der Seite anzusprechen. Das heißt, ich lasse die Frau immer erst einmal vorbeigehen an mir. Das gibt mir auch die Möglichkeit, vorher noch Augenkontakt mit ihr aufzubauen und zu schauen, okay, bekomme ich Signale von ihr, bekomme ich keine Signale von ihr. Das macht nicht den Riesenunterschied, denn wenn sie mir gut gefällt, dann werde ich sie auch ansprechen, wenn ich keine Signale von ihr bekommen habe. Aber das mitzukriegen ist schon mal sehr hilfreich, weil darauf kann man auch ansprechen. Na, wenn du jetzt Augensignale von ihr bekommst im Vorbeigehen, dann könnte das ein Opener sein, den du benutzt, um mit der Frau ins Gespräch zu kommen. Aber lass sie vorbeigehen, dann dreh dich um, hinterher und sprich sie von der Seite an. Das heißt, lauf bis auf ihre Höhe und dann berühre ich sie meistens hier mit der Hinterseite meiner Hand leicht an ihrer Schulter. Wenn ich sie berühre an ihrer Schulter, stehe ich so ungefähr 45 Grad zu ihr. Das heißt, ich stehe nicht direkt neben ihr, sie steht nicht direkt hier, sondern sie ist schon ein bisschen weiter hinter mir, sodass sie sich, dass sie mich schon ein bisschen wahrgenommen hat. Wenn ich an ihr vorbeilaufe ein kleines Stück, nimmt sie mich schon wahr, dann berühre ich sie leicht und sie bleibt stehen. Das mache ich deswegen, weil wenn ich sie komplett von hinten anhalten würde, dann würde ich sie erschrecken und das ist nicht der beste Start in ein Gespräch. Aber ich will, wie gesagt, nicht dieses sehr, sehr schlechte von vorne ansprechen, was einfach pur konfrontativ ist und was in ganz vielen Fällen dafür sorgt, dass die Frau einfach irgendwie an dir vorbeispringt oder schon von vornherein einen schlechten Eindruck hat, wenn das Gespräch beginnt. Nichts ist schlechter als ein erster schlechter Eindruck. Also du willst nicht in diese Kategorie fallen, irgend so ein Typ, der ihr Versicherungen verkaufen will, irgend so ein Typ, der jetzt mit, keine Ahnung, irgendwelchen Spendenaktionen auf den Sack geht. Und da ist es wirklich praktischer, wenn du sie von hinten alias von der Seite, ne, ich nenne es jetzt mal von der Seite ansprichst, bitte niemals von vorne. Und der dritte Quick Fix ist, dass du mehr Instant Dates machen solltest. Das ist eine ganz, ganz wichtige Sache, also mehr Sofort Dates. Frauen auf der Straße ansprechen, Frauen im Alter kennenlernen, den Club jetzt mal ausgenommen, ist immer noch so eine Situation, die nicht normal ist. Das ist nichts, wo jetzt die Leute sagen, ach ja, das macht ja jeder, das ist ja eine ganz normale Sache. Ich habe meinen Freund damals auch auf der Straße kennengelernt. Ja, es gibt solche Leute, die haben ihren Freund auf der Straße kennengelernt, aber es ist nicht sehr sozial akzeptiert, nicht sehr sozial anerkannt, nicht das Normalste der Welt. Und das ist nicht schlimm, das hat nur zur Folge, dass es eine etwas seltsame Situation ist. Und wenn du jetzt zum Beispiel 5 Minuten mit ihr quatschst, nehmen wir mal 5 Minuten als Zeitfenster, dann ist das sehr, sehr
sehr gut schon mal. Aber es kann halt immer noch sein, dass sie das Gefühl hat, okay, jetzt habe ich mit diesem Typen die Nummern getauscht, diesem Typen, der mich irgendwie auf der Straße angesprochen hat. Wer ist das eigentlich? Das war irgendwie komisch. Straße ansprechen. Wer macht denn sowas? Das kann sein, dass das Gedanken sind, die im Kopf der Frau sind. Dass einfach nicht genug Vertrauen aufgebaut werden konnte in diesen 5 Minuten, um diese etwas seltsame Situation des auf der Straße angesprochen werdens auszugleichen. Na, das musst du verstehen. Nur weil es für dich normal ist, eine Frau auf der Straße anzusprechen, was ja schon mal gut ist, heißt das nicht, dass das für die Frau genauso selbstverständlich und normal ist. Für die meisten ist es das nämlich nicht. Noch nicht. Vielleicht kommt das ja bald, wenn mehr Leute das machen. Das ist eine schöne Sache. Also, was du also machen willst, ist, dass du so viel Instant Dates wie möglich mit den Frauen machst. Instant Date bedeutet einfach, dass du mit ihr vor Ort, wenn sie Zeit hast und du Zeit hast, die hast du wahrscheinlich, wenn du jetzt unterwegs bist, dass du kurz mit ihr beispielsweise einen Kaffee trinken gehst. Das muss nicht ewig sein. Es reicht, wenn es 15 Minuten sind. Es reicht, wenn du den Kaffee kurz bei Macis holst und noch 15 Minuten mit ihr durch die Innenstadt schlenderst oder wo auch immer du sie gerade kennengelernt hast, sondern dich kurz 15 Minuten mit ihr an den See setzt. Je länger, desto besser, das ist klar, aber es muss nicht ewig sein. Nur sorgt das halt dafür, dass das Ganze in einen normalen Rahmen übergeführt wird. Na, dann ist es dieses Kennenlernen auf der Straße gewesen, was an sich ein bisschen strange ist, aber es wurde dann zu, okay, das war ein Typ, mit dem hatte ich quasi, bin ich einen Kaffee trinken gegangen. Und mit einem Typen einen Kaffee trinken gehen, das ist wieder eine normale Sache. Das heißt, wenn sie dann nach Hause geht und sich zurückerinnert an, da habe ich den kennengelernt, den Tim oder wer auch immer du jetzt bist, der mir zuschaut, dann wird sie sich daran zurückerinnern, mit dem war ich einen Kaffee trinken, eine ganz normale Kiste. Und wird sich nicht so sehr daran erinnern, dass ihr euch auf der Straße eigentlich kennengelernt habt. Das Ganze funktioniert nicht, wenn es bei diesem Straßending bleibt. Und je länger das Instant Date, das Sofort Date ist, desto effektiver ist das, desto mehr Vertrauen wird aufgebaut und desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass du die Frau nochmal wieder siehst. Und das ist wirklich krass, weil manche Männer reden dann relativ lange mit der Frau und die Frau ist auch offen, die Frau hat auch Zeit, die Frau wirkt auch bereit, aber dann gehen sie einfach auf die Telefonnummer, weil, ich weiß nicht genau, weil sie sich nicht trauen, nach dem Instant Date zu fragen, weil sie vielleicht nicht genau wissen, wie sie das machen sollen. Und da kann ich dir sagen, mach dir da keinen großen Stress. Hol dir einfach einen Kaffee mit ihr oder irgendwas Kleines. Ihr könnt euch auch einen kleinen Snack holen, scheißegal. Du kannst auch bei Netto, ich habe letztens einfach beim Netto einen Kaffee gezogen in diesem Kaffeeautomaten. Es ist nicht so wichtig. Es geht nur darum, einen Rahmen zu schaffen. Im Sinne von, komm, wir gehen gerade einen Kaffee trinken. Das ist der Rahmen, den du schaffen willst. Dann holst du gerade einen Kaffee, keine Ahnung, ziehst bei Netto einen Kaffee, holst einen Kaffee, setzt dich kurz zum Mac-Kaffee oder was auch immer. Es ist scheißegal. Es ist wirklich egal. Verbringst noch ein bisschen Zeit mit ihr und dann ist nämlich das Date, das danach dann kommt, optimalerweise, da möchtest du ja mit ihr hin, ist viel, viel sicherer. Und es macht tatsächlich mehr Sinn zu sagen, okay, ich spreche jetzt vielleicht ein, zwei wenige an, mache jetzt hier aber ein Insta-Date mit der einen Frau, weil die Qualität, die du dadurch haben wirst, die Date-Qualität wird enorm nach oben gehen. Wenn es dir jetzt nur darum gehen sollte, und es macht keinen Sinn, so ein Nummernsammler zu sein, das kenne ich von meinen Anfangszeiten, ja, dann ist es nicht so effektiv. Aber du willst nicht ein Nummernsammler sein, sondern du möchtest ja die Frauen auch treffen, coole Erfahrungen mit den Frauen machen, die Frauen daten. Das ist ja das, was du wirklich möchtest. Die Nummer ist nur ein Mittel zum Zweck. Und die Nummer solltest du immer dann holen, wenn gerade nichts anderes geht. Das heißt, wenn das Instant Date nicht geht, weil du keine Zeit hast, sie keine Zeit hat, dann hol die Nummer, um dann möglichst schnell mit ihr auf ein Date zu gehen. Das ist dann ja auch sowas wie ein Instant Date. Das heißt, du hast einfach die Möglichkeit, mehr Vertrauen von Anfang an aufzubauen und das Ganze unglaublich viel sicherer zu machen. Glaub mir, allein 10 Minuten, allein 15 extra Minuten Kaffee trinken machen ein darauffolgendes Date so viel wahrscheinlicher. So viel wahrscheinlicher. Dann hat die Frau eigentlich keinen Grund mehr, Nein zu sagen, außer sie fand dich von vornherein nicht gut, aber dann wärt ihr nicht auf dem Instant Date gewesen. Das sind 3 Sachen, mit denen du deinen Flirt auf der Straße, gerade auf der Straße, sehr, sehr schnell verbessern kannst. Das sind Fehler, die ich immer wieder bei Anfängern sehe, gerade das mit dem Instant Date. Trau dich einfach, das ist nicht besonders kompliziert. Frag sie einfach, hey, pass auf, da drüben ist ein cooler Kaffeeladen oder ich habe Bock, mir einen Kaffee zu holen. Hast du Lust mitzukommen? Wir können noch 15 Minuten quatschen oder wir können auch ein paar Minuten quatschen und dann muss ich auch gleich weiter. Das kannst du einfach so sagen, weißt du, und dann siehst du ja, ob sie Zeit hat oder ob sie nicht Zeit hat. Und das hilft enorm. Denk auch an die anderen beiden Tipps, die ich am Anfang des Videos erwähnt habe. Geil, dass du hier warst. Schreib mir gerne in die Kommentare, was du davon denkst, wie du das machst, ob du vielleicht noch einen Tipp hast. Da können die anderen ja auch von profitieren, wenn du es in die Kommentare schreibst. Ansonsten schön, dass du hier warst. Übermorgen, das weißt du, sehen wir uns wieder. Links neben mir abonnierst du, wenn du es noch nicht getan hast. Unter mir kannst du dich für einen Coachingplatz bewerben und hier rechts kommst du zu einem Video, wo du weitere Informationen für deinen Erfolg mit Frauen bekommst. Unbedingt draufklicken, anschauen und lernen. Und wir sehen uns übermorgen wieder. Bis dahin, ciao.